Sie haben alles zusammengespart. Heute sind Sie zwei Witwen am Ballermann. Herrschaft Seidenweg geht denn das Klumpe auf? Ach, und weit und breit kein Zivi nicht. Hätte ich noch mein Pfleger Raffi mitgenommen, der hätte es gewusst. Ach, so geht's. Ganz einfach. Zitronenmuster. Hockst ja recht sauer drauf. Zeigt's da alles zusammen. Ich schaue, ob kein Spanner da ist. Schaut. Ach Gott, Alena. Gott, eine Hitze ist da auf mein Lorger. Außer, ich wollte ja gar nicht auf mein Lorger, ich wollte ja ans Nordkap. Mariechen hat geschrien, mein Lorger, mein Lorger, mein Lorger, mein Lorger. Ich will alles machen, was der Sullen will. Was denn du? Vor einem halben Jahr hat es mich angerufen und hat gesagt, du, die Ute hat mir geschrieben, die Schneiderinnen, Seniorinnen machen eine 3-Tages-Busfahrt nach Paris, ob wir mitwollen. Ja, sind wir mitgefahren. Wenn wir in Paris waren, haben wir 4 Stunden Aufenthalt gehabt, dann ist wieder heimgegangen. Wollt's Mariechen unbedingt in den Louvre rein da, zu dem Grinsgesicht? Kaum, dass wir drinnen waren, vom erstbesten Bild bleibt stehen, sagt's, ach, der Van Gogh hat schön gemalt. Sei Mariechen, das ist kein Van Gogh, nicht, das ist ein Rubens. Ja, naja, ein paar Bilder weiter das Gleiche. Der Van Gogh hat schöne Farben gehabt. Sei Mariechen, das ist immer noch kein Van Gogh, das ist immer nur ein Rubens. Ja, wenn's meinst. Na, war längere Zeit herum, erst in der nächsten Abteilung hab ich's wieder gehört. Der Rubens hat toll gemalt. Die prallen Formen, die fetten Schenkel, das rausgefressene Schweinsgesicht, der Rubens. Haben wir gedacht, sagst was oder sagst nix, ne? Aber ich bin hier Freundin. Ich hab gesagt, Mariechen, das ist kein Rubens, das ist ein Spiegel. Sie, ob sie es glauben oder nicht, auf der ganzen Rückfahrt hat er kein Wort mehr mit mir gesprochen. Habe ich Schnittmuster angeschaut mit der Ude. Gräfin Maritza, ich sag doch. Ach, Gott, sei, auf den ich dabei bin. Hoffentlich. Aber es war immer schön, dass du mich mitgenommen hast, gell? Hast dich ja aufgedrängt. Aber ich will ja kein zur Last fallen. Tust schon. Jetzt geht's halt nicht mehr. Wenn's einmal nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Man muss dem lieben Gott dankbar sein, was man alles erlebt hat. Und ich hab viel erlebt. Aber jetzt geht's nicht mehr. Wo fahren wir nächstes Jahr hin? Nächstes Jahr. So weit willst du noch im Voraus planen? Du freilich. Wir kennen mal nach Burma. Da waren wir doch erst. Also, wir waren doch noch nie in Burma. Du freilich, mit der Glockskuni. Tagesfahrt haben wir gemacht. Da muss man doch fliegen, 14, 16, 19 Stunden lang.
So ein Schmarri. Tagesfahrt für 1995 nach Burma sind's. Du meinst Burma sind's? Doch, ist so. Oder die Grit hat gesagt, Slowenien wäre recht schön. Wo ist denn das? Ja, du fährst oben bei Graz, fährst in das Land Nei und unten bei Triest kommst du wieder raus. Einbahnstress. Oder in die Südoststeiermark. Fahr mal gleich einmal nach Nordwesttirol. Das wäre Friaul. Oder wir fahren einmal zu dir. Thailand. Ja. Oder wir fahren zu mir. Mailand. Ne, das wäre doch schön. Ja, oder wir fahren einmal nach Fürth. Also, Mariechen, wir wohnen in Fürth. Da brauchen wir doch in Fürth nicht Urlaub machen. Ach, Fürth ist doch schön. Da tut sogar der Bürgermeister, der Wedding selber die Straße kehren und die Straße räumen und so weiter, wenn es geschneit hat. Das gefällt mir so schön. Da gehe ich früh um ein Neuner aus dem Haus raus mit dem Koffer, gebe die Straße, bin ich schon da. Gehe ins Hotel, kriege frische Handtücher, jeden Tag ein Frühstück. Abend weiß ich gleich, in welche Wirtschaft ich gehen muss. Ich weiß, wo die Mannsbilder hocken zum Tanzen. Und das Schönste ist, wenn ich was vergessen habe, kann ich schnell heim, kann ich es holen. Doch super. Na, das machen wir nicht. Na, freilich. Aber dass die Glockskunde nicht mit ist auf Mallorca, ja. Die hat sie bestimmt einbilden, wir schenken ihr die Reise zum Geburtstag. Hab doch kein Geld, Scheiße. Ich schon, aber welcher der, mache ich den nicht auf. Ein schöner Geburtstag, wer ist? Guck mal, ist die Theresia und der Albert, ne? Hier ist der Gregor, die Marlene. Na, war schon schön. Was hast du ihr geschenkt? Nix. Nix? Ja, es waren noch 15 Leute eingeladen. Na, am nächsten Tag habe ich angerufen, habe ich gesagt, Unglaubskuddi, hat er mein Geschenk gefallen? Hat gesagt, wunderbar, habe ich mir schon lang gewünscht. Der weiß doch nicht, wer was geschenkt hat. Ab 6 Personen schenke ich nichts. Na. Aber über einen Kuchen von dir hätte sie sich schon gefreut, wenn sie dann backen hätte. Ich hab doch backen. Ja, hast du nichts zusammengebracht? Wenn ich dich abgeholt hab, hast du schon 4 Kuchen weggeschmissen gehabt. Bis ich dir gesagt hab, dass man die Kerzen nach dem Backen drauf tut. Das ist ein sogenannter Wachskuchen. Meine Männer haben den Fall gern gegessen. Ja. Darum sind sie alle so bald gestorben. Am Schluss haben sie schon recht wachsig ausgeschaut. Ja, ja. Du, sogar mein Bestatter hat gesagt, die haben recht lange gebrannt. Mariechen. Da tobt sogar das Meer. Ja. Deine Sprich. Jetzt weiß ich, warum die Glockskunde nicht mit ist. Und man ist gestern gleich, wie du mich blamiert hast. Ich? Ja, wenn wir in Palma die Mallorca auf dem Wochenmarkt waren und ich den Gemüsehändler die Frage sage, sagen Sie mal, was sind denn das für Dinger da? Sagt die, das sind Auberginen, die werden eingeführt. Musst du über den ganzen Marktplatz schreien, siehst du das, du hättest es wieder gefressen. Langsam verstehe ich, warum deine Eltern keine Kinder gekriegt haben. Hä? Ja, wie soll nicht das gehen? Ja, das überspringt manchmal eine Generation. Du, das kann fast sogar stimmen. Meine Mutter hat immer gesagt, der Vater ist bloß auf einen Sprung vorbeikommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Mallorca. Ich war da gestern in dem Eckcafé da im Wagen-Dollar-Rossos, oder wie es geheißen hat. Hab ich einen Kohn gehabt, sag ich, Sie, Señoras, Camalleros, Bedienungsos, Geosos, Herosos, Moros. Sagen Sie mal, ist das jetzt da Apfelkorn, was ich habe, oder Pfirsichkorn? Sagt der zu mir, schmecken Sie das nicht? Sag ich, na, das schmecke ich nicht. Was der sagt? Dann ist doch auch wurscht. Aber wurscht isst man nicht im Kaffee, du. Doch kein wurscht im Kaffee gegessen. Ein wurscht Kaffee doch beim Metzger. Zum Metzger gehst du Kaffee trinken? Der hat doch nichts. Der Stadtwursthändler zum Eitunken oder was? Ich trinke doch keinen Kaffee bei meinem Metzger. Bei meinem Metzger kaufe ich ein wurscht. Und die nimmst du mit ins Kaffee oder was? Na, im Kaffee habe ich einen Apfelkuchen gehabt, der nach Pfirsichkuchen geschmeckt hat. Das ist doch Wurscht. Glaubst du das? Bloß das, was sagt der Alte. Na, hör ich einmal. Na, ist alles beschießt da auf Mallorca.
Alle haben es geschrieben, im Fernsehen hast du es gesehen. Auf Mallorca gibt es den Herrn Ballermann, der hat mit jedem Sex. Jetzt sag ich schon 4 Tochter und der ist immer noch nicht gekommen. Warte mal. Bleib bei uns rein. Du, da muss man fei aufpassen, du, da holt man sich fei was bei so einem. Da muss halt was drüber tun. Was will denn jetzt ich bei mir noch drüber tun? Am besten ein Handtuch übers Gesicht. Warte mal. Das habe ich fein nicht nötig. Ich halte mich noch fit. Ja. Heute früh war ich erst in der gemischten Damensauna im Hotel. Gehst du auf Mallorca in eine Sauna? Dass ich mir in die Hitze gewöhn. War der ganz allein, du, ne? Plötzlich geht die Tür auf, kommt der Mann rein, ne? Nein. Ich hab mir gleich, um Gottes Willen, der war angezogen, ne? Da sag ich, grüß Gott, ich bin der Dom, entschuldigen Sie, ich hab mich verlaufen. Wo geht's denn da zur Rezeption, ne? Hab ich ja da hinten rechts, wie es geht. Also. Du, der war ein wenig blöd. 4-mal hat er nachgefragt. Auf dem Mallorca, da haben sie eine Straße, da gibt's nur Schinken zu kaufen. Aber dass du mal einen Kiosk findest, ne? Ja. Möchtest du mal eine Zeitung kaufen, damit noch jetzt Bilder drin sei vom König von Bayern, vom Edmund. Ach, mein Edmund, du, der ist jetzt zwei Jahre schon 60 geworden, gell? Na, 70, der hat schon weiße Haar. Nein. Das stimmt nicht. 60 ist der geworden, du. Und da will der schon Kanzler werden. Na, also so. Warum denn nicht? Mit 60 hat der Adenauer mal gewusst, wie CDU geschrieben wird. Aber ich am wieder. Aber lieber der als die andere. Stell dir mal vor, die Merkel wäre Bundeskanzlerin geworden. Die merkt's vielleicht gar nicht. Wenn die das gewonnen wäre, die Merkel wäre durch die ganze Welt gereist. Die ganze Welt, ich meine, wir schauen alle so Kreisler raus, wie der. Hör ich am Boy. Ja, ich glaub, wir sitzen da am Schwarzen Meer, du. Das ist furchtbar, ne? Also, aber manchmal ist auch ein Todesmeer dabei, ja, davon. Nein, aber die Merkel hätte es ja gar nicht machen können. Nicht? Da war jetzt in der Zeitung stand, die ist im Schwarzgeldskandal vom Kohl verwickelt gewesen. Oder dann nein. Ja, der Kohl hat ja 100 Mark gegeben von dem Geld. Sie soll einmal zum Friseur gehen, ne? Du. Ja, und kann er was, wo das Geld hingekommen ist? Letztendlich machen sie doch alle, wie sie es wollen. Schau doch die Rot-Oliven an. Ja. Das Einzige, was gut ist, dass die eingeführt haben, dass gleich und gleich darf. Ne? Die Homo sapiens-Ehe. Die Homo-Ehe. Ja. So heißt das. Jetzt kann man Engel auch heiraten. Ja. Bloß der ist in Bayern, der darf nicht auf Standesamt, der muss zum Anwalt. So? Ja, so ist es. Aber es ist schön, weil die Anwälte schauen meistens besser aus als die Standesbeamten. Du, und aber, weißt du, was ich gelesen habe? Aber du, wenn der Stoiber das Werk liebert, ne? Ja. Dann verrückt ja alles in Bayern. Genau. Dann rutschen die alle ans Af, ne? Das stimmt. Da ist dann praktisch der Söders Markus. Wer? Der Söders Markus. Markus Söder. Wer ist das? Der ist im Land doch. Kennt keine alte Sau. Doch. Doch, du, jedes Jahr zum Sommerloch taucht der auf. Na. Ja? Wirklich? Der Ali Figrid ist auch im Land doch. Figrid, hab ich noch nie gehört. Ja, der Mann von meiner Cousine. Der ist im Land doch. Ja, der putzt dort. Du, das ist ein Abgeordneter, den haben irgendwelche gewählt. Ja. Dann wird praktisch, wenn die aufrutschen, dann wird der Söder zum Beckstein, der Beckstein zum Stoiber und der Stoiber zum Schröder. Ja, und der Schröder wird zum Kohl. Ja. Aber was wird dann aus dem Kohl? Da wird vielleicht der Kohl zum Papst. Ja, warum denn gerade zum Papst? Der kann sich ja auch nicht mehr alles merken. Aber die Schmidt-Renate, habe ich gelesen, soll Nachfolgerin werden vom Johannes Rau. Ach, das wäre ja schön. Eine Fränkin als Bundespräsidentin. Ja. Stell dir das vor, der Schmidt-Renate geht raus in die Welt, verbreitet es fränkisch. Mein Platz genug hat's ja.
Ja. Stell dir mal vor, dann fliegt die nach Amerika zum Antrittsbesuch, ne? Geht ihr aus dem Flugzeug raus, die Ding-Dong. Die Gangbang. Die Gangbang, ne? Dann kommt der Strauch auf Wer? Sie zu. Der Bush auf sie zu, ne? Der Bush sagt, Hello, Mrs. President, nice to see you. Welcome to America. Da haben sie einen Strauß Flowers. Der Schmidden nimmt die Blume. Alle Kameras der Welt sind auf die Schmidden-Renate gerichtet, gell? Und die Schmidt sagt, allmächt sind die schöne Blume. Stell dir vor, die ganze Welt hat Allmächtner. Was meinst du, wer sich da der Chinesen freier? Im Allmächtner ist ja kein R nicht drin. Ja. Und das L können schon von der Frühlingslolle. Nee. Ja. Na, ja, du warst so ein schöner Sandstrand da auf Mallorca. Was? Das ist ein Parkett. Stimmt. Seit wann haben die einen Parkettstrand? Weil man ein Parkett leichter feucht wischt als an Sand. So. So. Und weshalb heißt ein Parkett Parkett? Wenn sie zu viel Briketts übrig gehabt haben, haben sie es klar geschnitten, haben sie ein Parkett draus gemacht. So. Und wenn man die Brikett anzieht, hat man wohl eine Fußbodenheizung oder was? Du. Und weshalb heißt denn ein Kopfsteinpflaster? Kopfsteinpflaster? Das ist. Ja, wenn da ein Star raussteht, pflegst drüber, presst deinen Kopf. Und dann brauchst du ein Pflaster. Excellent. Ja, ja, du, das ist spannend. Was? Eine Fragerei machst du, so machst du jetzt nicht auch schon Strandquiz oder was? Ja, da wohl fragen dürfen, du. Du, weshalb heißt denn dann ein Vorhang? Vorhang? Das. Hä? Die, no? Das. Kannst du mal gerne jemanden anrufen? Warf doch, wen soll ich denn jetzt anrufen? Ich geh jetzt an den Kiosk, wenn ich einen finde, und hol mir eine Zeitung. Du, dann geh ich ins Wasser und hol mir eine Erkältung. Von mir aus säufst du ab, wäre mir auch egal. Gut, hoffentlich komme ich dann raus, du. Ich hab gar keine Reiserückholversicherung. Auwela. Meine Gnade. Warte halt, bis die Flut kommt. Ja, die Flut kommt, kann ich nicht warten, bis die Flut kommt. So. Wo hast denn den Blusen her? Ist das eine Grete Schicke ans Gründerblusen oder ja, was? Ja, die habe ich noch von da. Oder ist die Ude geschneidert? Ja, frisch. Frisch vor der Stange. Oh. Ja. Modell Barbara. Ja. Was wissen jetzt mit einer Handtasche im Wasser? Ja, ich kann doch nicht schwimmen, aber mein Krokodil.